Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein doppeltes Unboxing für dich und zwar habe ich hier zwei Eier, genau. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die beiden Eier habe ich hier und zwar einmal von Look Fantastic. Das ist das Ei, das habe ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um es hier vorzustellen. Und von der Schwester, ne, habe ich das Glossy Box Ei bestellt. Und das habe ich tatsächlich zweimal bestellt, denn in diesem Video kannst du ein Ei gewinnen. Ein Glossy Box Osterei. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, so. Wie gesagt, das Look Fantastic Ei habe ich zugeschickt bekommen in der Kooperation. Konnte man für 75 Euro kaufen, wenn man nicht Abonnent ist. Wenn man Abonnent ist, hat es 65 Euro gekostet. Und da der Inhalt von diesem Ei auf der Homepage schon gezeigt wurde, würde ich sagen, wir starten mit dem Look Fantastic Ei. Ein Produkt habe ich in einer etwas anderen Größe zugeschickt bekommen. Leute, wir wissen, was da gerade abgeht, ne? Brexit und so weiter. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig mit Zoll und so. Und ja, mein Ei ist natürlich etwas geöffnet, aber es sieht schon mal sehr hübsch aus. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier rauskriegen soll. Wahrscheinlich muss ich hier erstmal diesen Ring entfernen. Das ist eine geile Verpackung für ein Ostergeschenk tatsächlich, ne? Ich denke jetzt zum Beispiel so an meine Stiefschwiegermama in Spee. Ich glaube, die würde das hardcore feiern, wenn ich ihr sowas Verpacktes schenken würde, weil die halt genauso verspielt ist in ihrem Mindset, so wie ich das bin. Genau, diese Eier, die gehen halt irgendwie gefühlt immer auf, deswegen ist das ein bisschen schwierig gerade. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. So, da unten drin ist nämlich auch noch ein, genau, ein Ding. Und, oh, ist das schön. Vor allem an dem Ei selber, da steht jetzt auch nichts mit Look Fantastic oder so drauf. Du kannst das so geil weiterverwenden. So eine schöne marmorierte Optik. Mega geil. Also das ist eine richtig coole Geschichte, dass hier dann auch noch dieses Umverpackungsding mit dabei ist. Finde ich auch sehr praktisch. Der Ring, den lasse ich da drin. Den anderen Ring mache ich drüber. Dann kann ich das tatsächlich als Ostergeschenkverpackung weiterverwenden, denn in 2 Wochen dürfte Ostern sein. Heute ist der 19.3. Nice. Aber auch ein schöner Karton, ne? Kann man sich so weit nicht beschweren. Wobei, packe ich das da hin? Mal gucken. Genau, dann gucken wir zuallererst in das Look Fantastic Ei. Da war der Inhalt ja schon auf der Homepage beschrieben, ne? Also da ja, haben wir einen Warenwert von 250 Euro voll drin. Und das war alles auch relativ unkompliziert. Das war auch gar nicht so super schnell ausverkauft. Das ist wirklich lange verfügbar. Das fand ich sehr charmant, wenn ich ehrlich sein darf. Hier haben wir dann den Blick ins Ei. Und ich zeige euch dann mal die Produkte. So, als erstes habe ich... Ups... Hier drin von Kérastase Resistant Cement Thermique. Das ist ein Resurfacing Strengthening Milk Blow Dry Care for Damaged Hair. Also das dürfte ein Produkt sein, welches man in die Haare reinmacht, nachdem man sich die Haare ganz normal gewaschen hat. Ne? Hätte ich jetzt einfach mal vermutet. Hier sind jetzt 50 ml drin. Ich glaube... Ich korrigiere mich hier an dieser Stelle, falls ich jetzt Blödsinn erzähle. Ich glaube, in der Box selber, in dem Ei eigentlich, wären 30 ml drin gewesen. Aber die haben jetzt quasi, damit ich hier nicht mit leeren Händen stehe, quasi dieses Produkt reingepackt. Wie gesagt, ich korrigiere mich, falls es anders ist. Ich mache mir immer nach der Haarwäsche auch irgendwas in die Haare rein, einfach um eine gewisse Pflege drin zu haben. Und ich finde es schön, weil ich auch jetzt im Winter meine Haare föhne. Gerade dadurch, dass ich auch eine sehr angegriffene Kopfhaut habe, muss ich sie föhnen, weil ansonsten das Milieu zu feucht wäre, sodass diese ganze Blödsinnsgeschichte an meiner hinteren Kopfhaut zu sehr eskalieren würde. Das ist ein Leave-In, finde ich praktisch. Und das ist so eine Creme. Kérastase ist eine sehr hochpreisige Marke. Das riecht auch sehr angenehm hier raus. Also sehr friseurbedarfsladentechnisch. Das finde ich nett. Das mag ich auf jeden Fall. Doch, ne? Finde ich cool. Dann habe ich hier etwas drin, das ist mir hier gerade auch rausgefallen. Diego de la Palma Il Rosetto The Lipstick 3,5 ml haben wir hier drin. Ich zähle übrigens die Eier jetzt auch zu meinem, was ich aufbewahre für meine Fullface Beauty Boxen. Ne? Das heißt, auch dieser Il Rosetto wird da reinkommen. Das dürfte dann ein komplett roter Lippenstift sein. Das finde ich ja geil. Nee, oh, schöner Mauve-Ton. Guck mal.
Das finde ich ja nice. Dürfte fast der Ton sein, den ich gerade auf den Lippen habe. Kann ich ja jetzt einfach mal drüber machen. Ja. Entspricht dem schon sehr, ne? Ein bisschen pinkiger. Sehr deckend. Mag ich. Den mag ich leiden. Der hat auch so einen leichten... Macht der? Ich glaube, ja, der macht weiße Zähne, ne? Das ist cool. Welche... Das ist... Reden kann sie nicht mehr, es tut mir leid. Il Rosetto The Lipstick 46 10 43. Ich glaube, 46 dürfte hier die Farbbezeichnung sein. Die Farbe mag ich gerne. Leiden an mir, ne? Mag ich. Schön. Doch. So, dann haben wir hier etwas von Iflom. Von Iflom haben wir auch immer mal wieder was in Adventskalendern drin gehabt, ne? Und auch in der Look Fantastic Beauty Box. Ich packe euch auch mal einen Code und einen Link und was nicht alle. Sowohl zu der Look Fantastic als auch zu der Glossy Box. Unten in die Infobox. Schaut da gerne rein, da könnt ihr ein bisschen sparen. Für mich ist es so ein Freunde werben Freunde Code, weil ich die ja selber im Abo habe, bekomme ich da ein bisschen Punkte für die ich dann im Shop online einkaufen kann. Das ist ein Cleanser. 100 ml Cleanser Creme. Ist das so ein Cleansing Balm fürs Gesicht, dann finde ich das cool. Also ich habe mir das gar nicht so intensiv angeguckt, was da drin ist. Facial Cleansing Cream to Rinse Off with Mousse. Ja, dann hatten wir den schon mal. Denn dieses Muslintuch oder so, was mit dabei ist, ist richtig gut. Ich lasse es auch zu, weil das müsste ich noch irgendwo offen haben. Das ist so ein fester Cleanser, der halt so wie so ein Balsam ist. Und ich liebe aktuell dieses Double Cleansing mit diesem Balsam, muss ich wirklich sagen. Dass man quasi das trockene Gesicht erst mit diesem Balsam einbalsamiert und damit den ersten Schub runternimmt und dann nochmal mit einem Schaumreiniger oder mit einem Gelreiniger drüber geht und dann wirklich tiefen rein das Gesicht reinigt, finde ich so geil. Der ist jetzt genau nur, nämlich nur 9 Monate haltbar, den brauche ich jetzt noch nicht aufmachen. Das ist hochpreisig, Iflom, ne? Das dürfte eine Full Size sein. Oder den gibt es noch größer, weiß ich nicht, 100 ml sind hier drin. Ist echt geil. Das finde ich richtig cool. So, noch so einen großen Oschi haben wir hier mit drin. Und zwar von Rodial Dragon's Blood Eye Gel. 15 ml in so einer Verpackung. Das ist teuer, wobei Rodial auch sehr, sehr teuer ist. Hydrate and Tone Sub-Zero Cooling Eye Gel with Hyaluronic Acid Arnica and Haloxyl. Also Hyaluronsäure sagt mir was, Arnica sagt mir was, aber dieses Haloxyl sagt mir nichts. Das wird aber eine krasse Kiste sein, wenn das so hart hier riesig eingepackt ist, die 15 ml. Guck mal, allein dieser Tiegel, wie groß der ist, ne? Und 15 ml Produkt, das ist nicht so ultra sau viel drin. Was sind denn 15 ml? Ich meine, ich habe hier einen Lippenbalsam von M. Asa mit 18 ml. Das ist schon mal interessant, aber gut. Ja, finde ich nett, ne? So ein Augenprodukt ist auch nie weg. Ach, da musst du hier drauf drücken und dann kommt der oben raus, oder wie? Das ist ja witzig. Lass ich jetzt aber halt auch erstmal zu, weil auch der ist 6 Monate nach Anbruch nur haltbar, ne? Und ich habe jetzt aktuell noch, ich glaube sogar 2 Augencremes aktuell in Anwendung. Mega geil, also eine coole Verpackung tatsächlich. Zweimal täglich rund um die Augenpartie unterhalb der Augenbrauen auftragen. Und unterhalb der Augenbrauen, also quasi oberes Lid, unteres Augenpartie-Gedönsen. Mega. Nett. Teuer. Elemis. Noch sowas, ne? Pro Collagen Marine Oil Anti-Wrinkle Face Oil. Also, die Malz ist ja sowieso eher dafür bekannt, dass sie dann auch in diese Special Boxen und auch in die Beauty Boxen, die monatlich bei dir erscheinen können, sehr hochpreisige Produkte reinmachen. Aber in diesen Special Boxen oder auch in den Adventskalender, da hauen die einen rein, Leute. Kann man echt empfehlen. 15 ml sind auch hier drin enthalten und das ist auch wieder so eine riesengroße Verpackung. Elemis ist super hochpreisig, da hatten wir schon so teure Gesichtscremes immer von drin. Allein wenn man sieht, wie viel Verpackung da immer drum zu ist, dann weiß man, wie teuer das Kram ist. Ne? Da ist ein Beipackzettel mit bei. Alles klar, du willst also sehr, sehr hochpreisig sein. Keine Ahnung, was das kostet, 100 Euro? Nein, 50? Keine Ahnung, ich habe jetzt hier nicht den Beipackzettel, also das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit dabei. Das gucke ich mir dann online an, weil da halt nochmal die ganzen Produkte aufgeführt sind. Und im Online-Shop kann man dann die Preise raussuchen. Das werde ich auch machen und daher habe ich dann auch die Preise, die ich euch hier mit einblende. Wahnsinn. Krasses Zeug. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Und wenn man sich überlegt, dass man dieses Ei gekauft hat, um das halt weiter zu verschenken zum Beispiel, ne? Hat man auf jeden Fall einiges richtig gemacht, weil damit machst du jemanden sehr glücklich.
Und das nicht nur wegen dem Ei an sich, Leute, ne? So, und dann haben wir hier noch was von Wow. Dream Cocktail Kale Infused Breakage. Reduces Hair Breakage by 50%. 200 Milliliter sind hiervon drin. Das ist so ein Haarprodukt. Das wird dann aber auch so ein Leave-In sein. Ne? Von Wow hatten wir schon mal auch so ein ganz großes Produkt. Das habe ich auch leer gemacht, fand ich auch sehr schön. Und das soll Haarbruch reduzieren. Nachdem du deine Haare ins Handtuch trockene Haar machst du das rein. 1 bis 3 Pumper in die ganzen Geschichten und an die Zonen, wo quasi Breakage sein könnte, also wo Haarbruch sein könnte, nicht auswaschen. Das ist nett, ne? 200 Milliliter. Auch das nicht günstig. Also von daher, dieses Ei ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo man jemanden glücklich mitmachen kann. Dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen buntes Krüppelpapier. Also schon auch eine schöne Geschenkverpackung. Also ich mag das Ei. Das war auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich habe es ja zugeschickt bekommen. Ich hätte mir das ansonsten tatsächlich natürlich auch selber bestellt, weil ich das einfach cool finde. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem Glossy Ei. Das Glossy Ei, soll ich dazu sagen. Die Glossy Box hat sich irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo die auch das Ei rausgebracht haben, wieder so ein bisschen ins Ausgeschossen. Ich habe auch was auf Instagram dazu gepostet. Da waren super viele Leute super sauer. Ich muss einfach nur sagen, da sitzen Leute, die halt echt viel hintereinander verkackt haben, um das mal so zu sagen. Glossy Box macht oft viel richtig. Also, ne, die haben schöne Boxen mit einem schönen Adventskalender. Nicht immer, nein, aber du kannst auch nicht immer den Geschmack von allen Leuten treffen. Bei dem Glossy Sale haben die so ein bisschen irgendwie nicht so die beste Stimmung verbreitet. Und als es dann darum ging, dass die halt die Eier hatten, die super schnell ausverkauft waren, ich habe auch Probleme gehabt, auf die Homepage zu kommen. Eine halbe Stunde lang ist die irgendwie immer wieder zusammengebrochen und es hat nicht so ganz funktioniert. Am Ende habe ich es dann doch hingekriegt. Und ja, dann hatten die das französische Ei online für 18 Euro und irgendwie dann doch nicht mehr, haben dann alle Bestellungen storniert. Leute, da arbeiten halt Menschen. Menschen machen Fehler, das ist super, super ärgerlich. Aber unterm Strich, es geht nicht um Menschenleben. Das ist etwas, was ich wirklich hier mal einfach mit an die Hand geben möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser arme Wurm, der da wirklich so viel hintereinander versemmelt hat, jetzt echt seines Lebens nicht mehr unbedingt froh bei Glossy Box geworden ist und dass sie dem auch einen derben Einlauf verpasst haben. Weil, wie das halt bei Firmen so ist, ne, wenn du einen Fehler machst, das darfst du einmal machen, aber du darfst nicht Fehler so häufig machen und vor allem so öffentlich. Ich denke, dass der echt, oder die, vielleicht sogar gar nicht mehr da arbeitet und so. Also von daher, Schwamm drüber. Fehler können passieren, das nervt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie für mich persönlich weltverändernd, dass jetzt zum Beispiel mein französisches Ei storniert wurde. Ich komme damit klar, wirklich. Geld ist zurücküberwiesen worden, dementsprechend Schwamm drüber. Alle, die nicht diese Ausdauer hatten wie ich, wie gesagt, ein Ei könnt ihr hier gewinnen. Ich habe beide Boxen hier aufgemacht, weil ich einfach gucken wollte, ob ich eins von den goldenen Eiern mit drin habe. Habe ich aber leider nicht. Ja, denn man hatte die Möglichkeit irgendwie auf 100 Golden Eggs, wo dann irgendwas mega Geiles drin gewesen wäre. Hier haben wir dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Natürlich ist auch hier mein Ei aufgegangen. Aber ist nicht schlimm. Ich hätte es hier jetzt ja eh geöffnet, ne? Aber ja, mittlerweile dürfte ich da auch schon das ein oder andere von haben. In verschiedenen Farben. Es war ein Reim. Und ja, ne? Ist eigentlich ganz schön auch zur Dekoration und so. Ist hübsch. Auch wieder hier so eine schöne Marble. Nein, Pünktchenoptik tatsächlich. Hier haben wir es aber gebrandet. Ich meine sogar, dass ich schon das ein oder andere Ei davon auch mal verschenkt habe. Und hier haben wir dann das Blick ins Ei. Das hat 35 Euro gekostet, beziehungsweise 45, falls du nicht Abonnent warst. Und auch hier die Produkte, die hier dekorative Kosmetik sind, gehen in mein Fullface Beauty Boxen. Das erste, was ich hier drin habe, ist von Hey, The Clean Beauty Balance Mask. Ich liebe Masken. Intense Care Even Skin Tone. Also das ist eine Gesichtsmaske, was klären soll und den Hautton oder die Haut angleichen soll. Das ist vegan. 15 Milliliter sind hier enthalten. Lässt du nur 10 Minuten drauf und dann ist gut. Finde ich nice. Doch, das fängt schon mal gut an. Komme ich auf jeden Fall mit klar. Wir haben hier drin ein Wimpernserum. Kana Lash by Nutra Lash. Eyelash Formula plus Hemp Oil. Das Wimpernserum. Und ja, das ist einfach mal nice. Muss ich sagen. Also so ein Wimpernserum ist recht hochpreisig
Und da freut man sich, wenn man es mit drin hat. Ich benutze gerne Wimpernserien. 1,5 Milliliter sind hier enthalten. Und ja, das lasse ich jetzt auch zu, weil das ist dann nach Anbruch nur 6 Monate haltbar, ne? Aber finde ich witzig, dass es einfach mit Hanf ist, ne? Das ist ja so dieser Ultra-Inhaltsstoff, den es jetzt so überall gefühlt gibt. Und ja, wie gesagt, aktuell habe ich ein anderes, was ich gerne verwende. Auch Augenbrauenserum, Grande Brow und Grande Lash. Mega geil. Kann ich nur empfehlen. Verlinke ich meine Infobox. Habe ich von Purist zugeschickt bekommen. Habe ich im Test. Und ich muss sagen, das ist das erste Augenbrauenserum auf jeden Fall, was mir überhaupt hilft, wo ich überhaupt was von sehe. Und das Wimpernserum gefällt mir auch ganz gut. Da hatte ich schon welche, die mehr Effekt gemacht haben, aber trotzdem, also meine Wimpern gefallen mir aktuell, ne? Wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt, 15% Code, Claudiswelt15 ist auch noch mit dabei, aber ja, jetzt habe ich hier auf jeden Fall Nachschub mit Hanf. Dann haben wir die Roller Lash Black Mascara von Benefit, Super Curling and Lifting Mascara, 4 Gramm sind hier enthalten, also das ist die Mini-Version davon und das finde ich cool. Von Roller, von Benefit habe ich ja auch schon mehrere Produkte auch mal zugeschickt bekommen, wo ich demnächst auch mal irgendwann ein Full-Face Benefit machen wollte. Und hier haben wir dann die Mascara. Das sieht schon hübsch aus, ne? Muss ich sagen. Ich gucke mal eben, ob ich sie hier schon angebrochen habe, weil dann mache ich die nicht nochmal extra auf. Das wäre ja Tinnif. Denn ich hatte die im Benefit Adventskalender drin. Das ist jetzt die 3 Gramm Variante, aber das Bürstchen ist ja das gleiche. Das ist ein Gummibürstchen oder ja, Gummibürstchen kann man dazu sagen, was tatsächlich geschwungen ist. So wie ich das jetzt hier halte, haben wir oben sehr kurze Borsten, unten längere und ja, das hier wird dann auf jeden Fall, also die hier, ne, meine davon, die schon offen ist, in meinen Full-Face-Beauty-Boxen auch mit reinkommen. Und die hier wird dann wahrscheinlich demnächst entweder Backup sein oder verlost werden. Finde ich aber ganz cool. Ich mochte die, glaube ich, auch ganz gerne, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann haben wir von die 123 Let It Glow Super Glow Serum. Irgendwas sagt mir die Marke auch, ich weiß es gerade nicht. 30 Milliliter haben wir hier drin. Vegan und so. Also ein veganes Produkt. Das ist nett. Gucken wir uns das mal an. Auch hübsch. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ich glaube, da hatte ich kleine Größen von in meinem Douglas Adventskalender. Das ist ein Glastegel mit so einem Pumpspender dran. Das sieht schon hübsch aus, ne? Definitiv. Ne? So ein Milchglas, was so ein bisschen matt sich anfühlt. Finde ich schön, definitiv. Es gibt Energie, Strahlkraft und Jugendlichkeit. Fermentierte Chaga-Pilze und Chardonnay-Trauben. Läuft. Also, was die Kosmetikindustrie da manchmal reinpackt, Leute, ne? Es ist ein Traum. Finde ich witzig. Es hört sich an, als würdest du ein 3-Gänge-Menü bekommen. Okay, als nächstes habe ich hier von Hahn Hydrating Hand Sanitizer Dew of Dawn. Das ist ein Desinfektionsgedöns für die Handtasche. Das ist praktisch, denn es ist schön flach. Das kann man so, ne? Und dann machst du das drauf. Das ist ein Spray. Ja, einfach so drauf sprühen. Das ist schon nice, ne? Ich kann mir das sogar vorstellen. Riecht nach einem Blatt. Als hätte ich jetzt ein Blatt einfach zwischen den Händen gerieben. Okay, interessanter Duft. Aber sehr praktisch, ne? Das ist auch noch Hydrating. Das finde ich auch echt cool. Kann ich mir gut fürs Auto vorstellen. Einfach reinlegen und dann zwischendurch einfach mal machen. Finde ich nice, doch. Warum eigentlich nicht? Das habe ich letztens erst tatsächlich in meiner Hand gehalten, als ich eine... Ich glaube, da habe ich eine Beautybox, eine individuell zusammengestellte Beautybox für jemanden gepackt. Oder, nee, Quatsch, für eine, oh Gott, von der Cousine von meinem Freund. Davon die Tochter ist 18 geworden. Und die hat ein Beauty-Paket von mir bekommen, was meine Schwägerin in Spee bei mir beantragt hat, was ich ihr gepackt habe, was sie ihr dann geschenkt hat. Wer hat jetzt auch einen Knoten im Kopf? Ne? Meine Familienverhältnisse sind großartig. Auf jeden Fall habe ich das damit reingepackt. Heißt, ich hatte das schon mal und habe das dann auch in die Verlosungsbox gepackt. Es ist ein Bronzing Water Face Mist von Saint-Tropez. Ja, ne? Gibt Leute, die das mögen. Ich persönlich habe jetzt aktuell von Beauty Mates die Creme ja wieder in Anwendung und da gibt es auch den Selbstbräuner Booster und da habe ich bei Ninas Kosmetik schon gesehen, dass das richtig, richtig schön und ebenmäßig wird und auf sowas vertraue ich, aber wenn ich so ein Spray habe, dem vertraue ich nicht,
Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß jetzt nicht, 14 Milliliter sind hier enthalten, ne? Wird sich garantiert jemand drüber freuen. Passt jetzt auch in die aktuelle Zeit. Ist aber nichts für Claudinchen. So, ein Parfum haben wir hier drin von Elizabeth Arden White Tea. Du hättest hier, glaube ich, noch eine andere Version von haben können. Letztes Jahr hatte ich dieses Parfum auch schon mal und habe das aufgebaut. Ich finde das sehr schön. Classic und Ginger Lily gibt es hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das aktuell sogar schon da habe. Ich guck mal eben. Nö, das Wild Rose habe ich tatsächlich schon da. 10 Milliliter sind hier drin. Und was ich hier so geil finde, das ist ein Sprayer. Und das feiere ich, ne? Also wenn wir halt ja, so ein Parfum mit dabei haben, was einen Sprayer hat. Auch das kommt übrigens in mein Full Face Beauty Boxen mit rein. Packe ich mal hier so hin, weil ich habe eben hier ein Männerparfum getestet. Oh, ich mag das. Wie gesagt, habe ich schon mal aufgebraucht. Das ist ein schöner Duft, der wirklich sehr frühlingshaft ist und der hält auch lange, ne? Also ich mag das. Das ist sehr, sehr blumig und sehr weiblich. Sehr mag ich einfach. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob weißer Tee so riecht. Wenn ja, dann finde ich das klasse. Dann mag ich das. Das ist sehr so frisch gewaschene Wäsche. So riecht das. Okay, das letzte, was wir hier drin haben, ist ein Produkt. Da hat jeder irgendwie gefühlt was anderes drin. Das habe ich eben im Heftchen so kurz gesehen beim Durchblättern. Ein Tosh Ohrschmuckset aus Earcuffs mit Strasssteinen und Zierperlen. Oder hat jeder genau dieses gleiche Set drin? 14,95 kostet nämlich dieses Set. Und sind da alle Produkte mit bei? Ja, doch, da hat jeder dieses Set. Das ist natürlich jetzt umfangreich, ne? Von Tosh habe ich ja auch schon mal einen Adventskalender aufgemacht. Vor 2 Jahren, 3 Jahren, weiß ich gar nicht. Einer meiner ersten Adventskalender, den ich hier je geöffnet habe. Und so rum muss das Ohr. Okay, so viele. Doch, würde bei mir tatsächlich genau passen. So schaut das Set aus. Denn mein Ohr ist ja auch so, ne? Hängt das dann einfach so ab? Okay, also weil ich könnte mir die Earcuffs alle dran machen, wie ich lustig bin. Das sind 3 verschiedene Earcuffs. Ein so ein, kann ich auch nochmal so zeigen, so ein Perlen-Earcuff. Dann ist das hier so ein etwas schlichterer Earcuff. Ich kriege die Dinger ständig verloren, bin ich ehrlich, ne? Deswegen trage ich die auch so ungefähr gar nicht. Und das hier ist so ein goldener Earcuff, der auch so Perlensegmente mit drin hat. Dann hast du hier noch so ein Hängevieh für dein oberes oder dein zweites Ohrloch. Und ich habe auf dieser Seite ja 2 Ohrlöcher. Auf der anderen Seite habe ich mich nicht getraut. Läuft bei mir. Und hier hast du dann noch so eine Mini-Kreole. Das ist schon ganz süß. Und das ist ja auch total trendy. Und die Leute stehen drauf und so. Und theoretisch, ne, würde es bei mir voll nice aussehen. Ich weiß nur nicht, ob ich das tragen würde. Muss ich echt mal drüber nachdenken. Weil eigentlich wäre das total cool. Weil ich mag auch gerne Goldschmuck. Ich mag gerne Perlensachen. Da habe ich jetzt auch gerade eine Perle drin. Eigentlich voll nice, ne? Mal gucken. Also, nicht jeder hat Ohrlöcher, deswegen finde ich das ganz cool, dass die halt hier auch so ein Set haben, wo Earcuffs mit bei sind. Das heißt, da ist schon irgendwo an alle gedacht worden. Irgendwie finde ich das sympathisch, muss ich sagen. Doch. So, ja, alle die tatsächlich dieses Ei ergattern konnten, werden sich sehr wahrscheinlich darüber freuen, dass sie es ergattern konnten. Sei es für sich selber oder halt zum Weiterverschenken, weil hier schon coole Produkte drin sind, ne? Ja, und für 35 Euro oder 45 Euro ist es echt eine Hausnummer. Ich finde es nice. Ja, aber dieses ganze Drumherum hat das Ganze irgendwie auch ein bisschen unsympathisch gemacht. Also ich habe ja auch extra eine Umfrage gemacht, welches Ei einen am meisten anspricht. Ob es das von Glossybox ist oder das von Lookfantastic. Und die Umfrage war, glaube ich, 2/3 für Glossybox, was ich interessant fand. Denn da ging ja auch diese ganze Drumherum-Geschichte auch zeitgleich ab, ne? Also dementsprechend, es war einfach nur für mich so Meinungsfindung, um das mal so zu sagen. Welches finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her besser? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dass von Lookfantastic hätte ich mich mehr drüber gefreut. Aber es kostet ja auch mehr. Ist ja klar, ne? Aber ich finde es irgendwie geiler, auch wenn man dann mehr dafür ausgibt, dass man dann so große Produkte bekommt. Vielfältig sind die alle beide gewesen. Aber ich glaube, schreibt mir das gerne in die Kommentare, welches ihr geiler findet. Ich fand das von Lookfantastic eigentlich besser. Ja. Ja. Wie gesagt, in diesem Video kannst du aber eins von Glossybox gewinnen. Hat sie hier gerade super Werbung gemacht für ihre eigene Verlosung, läuft, ne? Ja, aber wie gesagt, das waren jetzt die beiden Eier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Vielen Dank an das liebe Lookfantastic Team, dass ihr mir euer Ei zugeschickt habt. Denn, wie gesagt, das gefällt mir richtig gut. Und ja,
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!